Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter, dann müssen wir Platz erforschen. Ich also die Vizia E-Male 80 ist jetzt ja das erste. Seit drei Tagen 80 ist unsere Sitzung. Und dann haben wir zu diesem Anlass jetzt diese Ausstellung organisiert. Es gibt bereits die Ausstellung in Passau. Der Clemens Zumer steht da hinten, der hat da viel dazu beigetragen, dass das finanziell dann noch auf der schöne Katalog gibt. Wenn jemand Interesse hat, die Sisse hat noch Katalog zu dieser Ausstellung in Passau. Da muss ich noch, dass das hier jetzt alles so hängt, dass es alles hängt, dass die Ausstellung da ist. Waren zwei Leute sehr wesentlich noch beteiligt, der Thomas und wieder der Thomas Reimann ist aus Dresden rübergekommen und der Masahiro Achida. Masa. Die beiden haben die Ausstellung jetzt aufgebaut, bis gestern in Rübe, haben sie da schon herumgequält und haben gesagt, dass sie viel gestimmt und dass sie stimmt und so. Also da wollte ich mich schon herzlich bedanken. Schön ist, dass der Walter auch da ist. Der hat mir sehr viel rausgegeben und der hat mir dann immer wieder deutlich gesagt, zu aufpassen, weil einer Rede, du wirst da friedvoll reden, für den Tablos schimpfen. Denn irgendwann der Rammler hat da drüben gesagt, dieser Eichstätt ist immer so sperrig und ein bisschen so widerspenstig. Und da habe ich gesagt, naja, das kann ja leicht kommen jetzt da, ne? Das kann so viel Leute da. Hat man sich so, nein, also ich versuche erst einmal ganz friedvoll zu sein, mich zu freuen, es ist wunderbar, dass ihr alle da seid, dass ihr alle da seid und lasst uns reden über das, was hier ist. Was hier ist. Es geht also nicht so sehr um mich, denn ein Spiel seines Tages nicht mehr. Aber das wird es gehen, hoffe ich. Was hier sind, die Bilder, die Skulpturen und die Zeichnungen da hinten alle. Was? Thomas? Ja. Ah, das ist also der Thomas. Hallo. Massa, das ist völlig Knülle. Also, das war jetzt ein Hörbar, wo wir reden dann nochmal weiter. Gut, was sagen wir dann? Sagst du jetzt was? Also, Eva hat einen Gruß. Die Mutter spielt. Sie hat die Ausstellung in Passau organisiert, sehr genau. Ich kann mal den Film jetzt mit Wasser dann in der anderen Kapelle. Das lohnt sich, glaube ich, das muss ich sagen. Aber es ist ähnlich, wie das jetzt hier auch ist. Und die Uta, sie hat das organisiert, hat sehr schöne Kapitel auch dazu gebaut. Und ich rede dann nochmal weiter. Genau. Ja, in den letzten Tagen genügend Gelegenheit gehabt, Erwin Eitsche zu feiern. Wir hatten einen fulminanten Vortrag von Dr. Walter Stüginger im Glasmuseum, der aus sehr persönlicher Sicht das Werk von Erwin Eitsche interpretiert hat. Wir hatten den Geburtstag selber, den wir wissen, also bei Eitsches daheim gefeiert. Und zu allerletzt hatten wir jetzt erst die Verleihung der Ehrenbürgerwürde durch die Gemeinde Frauenau an Erwin Eitsche. Also es gab genügend Gelegenheiten, die Person Erwin Eitsche noch einmal zu feiern und kennenzulernen. Heute endlich haben Sie hier die Gelegenheit, auch zu erfahren, warum Erwin Eitsche gefeiert wird. Es ist sein künstlerisches Werk, was mittlerweile Weltruhm erlangt hat. Ich erzähle Ihnen nichts Neues. Erwin Eitsche ist ein Künstler, der wirklich in der ganzen Welt einen Namen gemacht hat durch seine Werke aus Glas. Und ich freue mich, dass hier anlässlich des 80. Geburtstags an seinem Geburtsort Ort und an seinem Lebensmittelpunkt diese kleine Retrospektive, nenne ich es mal, zu sehen ist und nicht nur in Passau und Kunstverein. Dass Erwin Eitsche ein Mann ist,
mit großer Ausstrahlung, haben auch die Medienberichte in den letzten Tagen gezeigt. Unten hängen einige in einem kleinen Rahmen. Die SZ hat berichtet, die Süddeutsche Zeitung, die Welt am Sonntag hat berichtet, der Bayerische Rundfunk mehrmals. Das möchte ich einfach mal vor Augen führen, weil sich so eine kleine Gemeinde wie Frauenau immer gern versteckt und sagt, naja, wir, kleine Gemeinde im Bayerischen Wald. Und ich kann Sie bloß auffordern, seien Sie stolz auf das, was hier passiert mit Erwin Aisch in der Glaskunstszene und auch im benachbarten Glasmuseum. Das müssen Sie, wie die ganzen anderen Medien, auch nach außen tragen. Da dürfen Sie sich nicht klein machen, das ist fulminant. Und man redet in den USA und England und Frankreich von Aisch und seiner Kunst und dem Glasmuseum. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich dessen bewusst werden, zunehmend. Von Erwin Aisch. Für mich sind es zwei Dinge. Ich habe die Gelegenheit gehabt, im Zuge der Ausstellungsvorbereitung Erwin besser kennenzulernen, auch sein gesamtes Werk. Wir haben durch 900 Gemälde gearbeitet, Zeichnungen und Glasobjekte. Und mir sind zwei Dinge besonders wichtig erschienen, denn Erwin Aisch ist ein Künstler, der Stellung bezieht. Er selber hat einmal gesagt, meine Wirklichkeit ist keine Flucht, sondern eine Stellungnahme. Und dieser Satz, der findet sich sowohl in sehr vielen Werken wieder, allen voran die Zeichnungen, die auch die politischen und sozialen, gesellschaftlichen Themen Stellung nehmen. Aber dieser Leitsatz findet auch in seinem Reden und Handeln und zwar konsequent bis heute Anwendung. Das war das Erste, was mir auffällt zur Person und zum Werk von Erwin Aisch. Und das Zweite ist, dass er sagt, oder beziehungsweise dass in seinem Handeln, in seinen Arbeiten, in seinen Werken, zeigen, das ist ganz besonders, und eine sehr große Verbundenheit mit allem Kreatürlichen, also mit den Menschen und mit der Natur zum Ausdruck. Daher auch ein zweites Zitat, was ich bringen möchte, auch ein Zitat von Erwin Aisch. Er sagt, das ist allerdings ein Zitat aus der letzten Zeit erst, Kunst, die ich meine, muss sich wieder an Menschenorientierungen, Kunst, die ich meine, muss sich wieder an Menschen orientieren, an Beziehungen zur Natur, zu Himmel und Erde. Und auch ausgehend von diesem Zitat und dem ganzen Öl, was Sie hier sehen aus der letzten Zeit, lautet auch das Motto dieser Ausstellung, der Himmel fängt am Boden an. Erwin Aisch arbeitet in unterschiedlichen Ausdrucksformen, Ausdrucksmitteln, da sehen Sie Malerei, Glas, Zeichnung. Und trotzdem ist sein Name natürlich immer wieder mit dem Glas verbunden. Und ich will aber nochmal hier ganz eindeutig betonen, dass die Malerei und die Zeichnung schon seit Beginn seines künstlerischen Schaffens, dass er immerhin jetzt 60 Jahre wert, von Anbeginn an für ihn bedeutend und auch permanent vertreten war. Er hat zum Beispiel vor genau 50 Jahren die Künstlergruppe Spur mitbegründet, der Maler angehörten, die bis heute Rang und Namen haben, Helmut Sturm, H.P. Zimmer. Wenig später hat er zusammen mit seiner späteren Frau und einem weiteren Studienkollegen ebenfalls eine Künstlergruppe gebildet, die Gruppe Rana Radama. Das alles hat sich in den 50er und 60er Jahren geschehen. Das sagte ich jetzt, um zu belegen, dass also die Malerei nicht erst heute die favorisierte Technik des Erwin Aisch ist, sondern dass sie sich konsequent durch das Werk zieht, wobei wohlgemerkt er dann in den 60er, 70er Jahren sich natürlich intensiv um die Glaskunst gewidmet hat und hier auch, wie gesagt, Wegweisendes geleistet hat. Meine Damen und Herren, so eine Ausstellung, wie Sie hier sehen, oder auch jene im Kunstverein Passau, wird nach wenigen Wochen abgebaut. Dann haben Sie nur noch die Gelegenheit, sich in Form eines Buches mit Erwin Aisch auseinanderzusetzen. Und dann nutze ich die Gelegenheit, auf die neueste Publikation zu verweisen. Dieses Buch ist erschienen anlässlich der Ausstellung Erwin Aisch im Kunstverein Passau und heißt Der Himmel fängt am Boden an, deckt sich also mit dieser Ausstellung. In diesem Werk, in diesem Buch, haben Sie einen Gesamtüberblick über das Schaffen von Erwin Aisch, ähnlich wie in dieser Ausstellung. Und Sie haben den Vorteil, dass 7 Autoren Texte geschrieben haben, darunter Autoren wie zum Beispiel Karen Helmut Lücke, also die Glaskoryphäe in Deutschland, oder Dr. Herbert Schneider, haben also sehr wissende und auch sehr teils intime Texte geschrieben zum Werk von Erwin Aisch. Wir haben auch eine Fotografie hineingemalt von Erwin Aisch mit vielen, vielen Schwarz-Weiß-Fotografien. Und ich würde Sie nachher auffordern, das Buch liegt unten aus, schauen Sie sich einfach an. Vielleicht entdecken Sie sich selber auch auf einer oder anderen der Fotografien. Sie haben auch heute auch die Möglichkeit, natürlich sich das Buch signieren zu lassen. Es kommen nach mir jetzt noch weitere Programmpunkte, deswegen habe ich mich wohl reichlich kurz gefasst.
kurz gefasst, ich kann den Erwin Aisch einfach nochmal gratulieren zu dem, was er gesagt hat, was gemacht hat, Entschuldigung, zu dieser Ausstellung. Und ich wünsche Ihnen natürlich viel anregende Gespräche heute Abend, anregende Stunden und natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass hier auch viele Sammler dabei sind, weitere schöne Stunden und Begegnungen mit dem Werk von Erwin Aisch. Das war's. Köpfen, die da so rumstehen. Es war uns heute außerordentlich wichtig, Gretel und ich haben uns dafür entschieden. Also das ist also der Kopf unserer Mutter da drüben, die Therese Aisch, die Mutter Therese, der Vater, mein Vater, unser Vater. Und da gibt es einen, da habe ich dann draufgeschrieben, danke dir, lieber Vater, er hat unendlich viel für uns getan. Wir waren 6 Kinder, ich bin der Älteste. Meine beiden Brüder, Erich Alfons, sind hier, die Annemarie, die Gerda und Dresel. Ist Dresel auch noch da? Ne, und da ist losgegangen dann, kurze Geschichte, Hinweise. 45, wir sind beide, Erich und ich, gerade noch aus diesem Krieg heimgekommen. Beide waren noch in Gefangenschaft. Diesen ganzen brutalen Scheiß haben wir beide noch miterlebt. Diesen, was da so gewesen ist, die letzten Wochen, Monate des Krieges, ich war in Gefangenschaft, Erich auch. Ja, und dann kommen wir heim. Ich komme heim im August, 19. August war das. Und da war der Vater, da war es keine Arbeit gegeben. Der hat da drüben haben wir gewohnt. Der hat seinen Fußbetrieb gehabt mit seinem Gravurradl. Naja, was tust du? Habe ich halt auch mit dem Gravieren angefangen. Das Gravieren gelernt. Erich hat dann noch die Chance gehabt, Abitur zu machen in Deggendorf. Und ich habe dann weiter graviert und so. Und dann war ich schon so mittendrin in dem, was die Aischen waren. Mein Großvater war ein Glasgravier, der Vater auch allerdings in der Gisselhütte. Der war schon 30 Jahre als Glasgravier da hinten gesessen gewesen. Da jetzt ist nichts, jetzt komme ich daher. Na, was tun wir? Nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Dann habe ich halt mit den Gravieren angefangen und dann war schon ein Sog da. Da haben wir da oben in der Baracke gemietet, 2 oder 3 Räume. Da war schon ein Sog da in diese Richtung. Na ja, vielleicht können wir uns selbstständig machen. Der Vater hat natürlich Schiss gehabt, Angst gehabt, sich selbstständig zu machen. Der war es gewohnt, in der Früh eingetieten, nach 19 Stunden wieder heim, das war es damals. Und ich war da und habe nicht so richtig gewusst, wie es weitergehen soll. Aber die hat gesagt, darum habe ich dann da drauf geschrieben, die Chefin. Sie hat gesagt und sie hat gewusst, nein, es muss in Richtung Selbstständigkeit laufen. Nicht? Und das hat dann auch funktioniert. Selbstständig ist diese Glasgrafie-Edelungswerkstatt, Fallenden Aisch entstanden, da oben in der Baracken war das. Na, so ist dann schon langsam weitergegangen, da sagt dann, und dann sind wir umgezogen, haben da drüben ist mit dem Ofen losgegangen, 250. Der Erich weiß nicht ganz genau, was da alles los war. Es war außerordentlich schwierig, die ersten Jahre dieses Jahr. Wir haben keine Ahnung gehabt von dem und vom Schmelzen, aber trotzdem, es war ein Sog da, es war eine Schubkraft, eine Energie, die das vorangetrieben hat. Und die Energie war das, diese Solidarität. Ich glaube, ich habe schon öfters gesagt, wo die Leute nicht schockiert haben und denen gesagt, naja, die Solidarität, wir kommen aus dem Arbeiterstand raus und die Solidarität mit den Leuten, die dann bei uns da waren, da war drüben waren es dann schon 50 angestellte Arbeiter, wir waren genauso. Die Mutter hat abgewaschen und der Vater hat geschliffen und ich habe dann auch meinen Ofen eingerichtet und dann ist es so weitergegangen. Und dann ist meine Glasmacherei stark geworden, natürlich. Aber ich habe gedacht, hey, so geht es dann doch nicht weiter, nur mit der Graviererei. Da war schon dann natürlich ein Bedürfnis. Irgendwie musste er doch weiterkommen. Also, Akademie München, das war 48, Akademie München. Habe ich auch schon oft gesagt, in einer Designklasse, beim Hillebrand bin ich dort gelandet, in der Designklasse. Hat mir der Thomas heute auch gesagt, der hat auch einmal Design studiert
in die Halle drummert. Das war furchtbar langweilig, immer diese geraden Striche da rauf und runter. Das ist mir auch passiert. Furchtbar langweiliges Design, Denken und Handeln. Aber das ist dann wieder vergangen. Ich bin dann zweites Mal an die Akademie gekommen und dann war Bildhauerei da und da hat man dann die Hände gespürt und Ton und Kneten und Aufbauen und kaputt machen und Holz und Stein hauen. Das war dann habe ich gewusst, Eisch, das stimmt für dich, diese Art von schöpferischer Tätigkeit. Und das ist seit dieser Zeit, steckt es da drin in diesem Kopf und meine Hände und die Füße, solange es so mitmacht. Ich hoffe, dass es noch ein paar Jahre so weitergeht. Und das da drüben habe ich gesagt bei dieser Ehrenbürgerei, Bürgermeister, ne, das ist ja in der Zeitung gestanden mit diesem Ehrenbürger. Und naja, hier und der Ehrenbürger. Ich habe es ja gesagt in der Rede, früher habe ich auf die Spießbürger geschimpft. Und jetzt steht vor euch ein Ehrenbürger da, ein bisschen komisch gefühlt ist, aber. Ja, und dann haben gesagt, hey, der Oppitz ist auch Ehrenbürger, der Gerhard Oppitz, der war ja drüben da, am Donnerstag war das, und der hat dann, also hat mir der Thomas heimgesagt, ich habe ein bisschen Klavier gespielt und da war die Feierlichkeit, war rum, war ein schöner Festakt mit allen möglichen Reden. Und dann denken wir, hey, wie kriegen wir denn den Oppitz da aufs Klavier rauf, auf den Flügel? Und da bin ich auch. Ja. Und da bin ich auch wieder ein bisschen Skrippen angefangen. Kommt der Vogel, irgend so. Oder guten Abend, guten Abend. Hin und ein bisschen Klavier spielen kann ich ja immer noch. Na, das hat der Opitz dann schon irgendwie gereizt, wie ich gesagt habe, hey, was war's denn mit dir? Du bist du eigentlich Besseres für mich. Ist ja tatsächlich rauf und hat dann das Klavier. Mensch, das war eigentlich eine Wucht, was der aus diesen Schubert-Variationen dann gemacht hat, die dabei waren, die müssen das, haben das erlebt. Ha, das war doch was. Mann, der sitzt da rum auf dem Flügel, improvisiert dort seinen Schubert von oben durch und durch. Hua, da spürt man doch Musik. Nicht wir, der Erich, Alfons, wir sind ja doch weit gehen zur Musikerfamilie, bei den Eischen. Bei den Hirtreitern war nichts drin mit Musik, aber bei den Eischen doch. Doch mehr oder weniger, das spürt man schon. Und es tut diesem Ort Frauen auch gut, über den Opitz, dass das Musikalische eine Aufwertung erfährt. Ich habe ja auch gesagt, der Ehrenbürger, das geht nicht nur mich an, das geht erst einmal die Familie an, die Gretel, unsere Kinder, die Eischfamilie, die Arbeiter, die Glasmacher, das nicht, dass das eine Basis kriegt. Dass sonst einen so einen Typen da hochjubeln, um das geht es nicht. Sondern es muss eine Basis haben und da ist der Opitz schon der richtige Mann. Dieses singende, wir sind alle von Sonne, singende, klingende Frauen auch aufzuwerten. Und das ist ja, das passt. Ne? Die Opitzen haben ja, die haben einfach musikalisch begehrt. Und nicht der Josef, der Seppel hat er sein Zittern, das war der Onkel, Zittern gespielt und hat er weit gesungen und hier und her. Und noch was hat er gesagt, der ihn vorgestellt hat dann gesagt, ja, und der Opitz immer macht so Witze und ist immer ein bisschen so lustig und so. Und dann habe ich ihm gesagt, du, der Sepp, sein Onkel so quasi, der hat ununterbrochen Witze gemacht. Der war berühmt in Frauenau, der Opitz für die Witzemacherei. Auch in der Familie, Erbgut, wie auch immer. Also, kurz noch ein Hinweis. Ich bin froh, dass meine zwei Freunde, der Tom Büchner, als Glasköpfe da drüben stehen. Der Tom Büchner, der 18 Jahre lang nach Frauenau gekommen ist und hat Malerklasse gemacht hat, er wird jetzt 82. Und der Harvey Lipton steht auch als Glaskopf. Das war mir schon wichtig, dass diese beiden mit dabei sind. Ich habe es ja gesagt, der Harvey ist mit seiner Frau Bess, 62, zufällig nach Frauenau gekommen über diesen verkrüppelten Krug, den er in Zwiesel entdeckt hat. Und die zwei haben dazugehört und das passt schon, dass der dabei ist. Und da sind unsere Eltern da und der Name der Eisch, der da steht, das ist ja auch bei lange Zeit ein Slogan gewesen, nimm zwei und werde frei.
Ne, das geht ja nicht. Du brauchst allerweils Wort, mit den Kindern, du Mann und Frau, das ist mein Thema. Die Uta hat es ja schon gesagt. Die Figur, der Mensch zwischen Himmel und Erde. Und diese Geschichte mit dem, der Himmel fängt am Boden an. Ich habe es zwar schon öfters erzählt, die Geschichte, aber euch, wer es noch nicht weiß, kann es doch nochmal erzählen. Der Satz kommt von einem 5-jährigen Buben aus Basel. Da war nur eine Frau hinten bei mir in der Klasse, die hat gemalt und hin und her, reden wir halt so hin. Und dann sagt sie plötzlich, du Erwin, mein Enkel hat mir unlängst gesagt, Oma, der Himmel fängt am Boden an. Wann? Das war für mich der Satz. Sofort dann Wann geschrieben und der Satz ist heute, das war die Weihnachtskarten, der stimmt, die Wirklichkeit um das, was wir sind, unsere Realität, deine Füße, das, dass wir mit dieser Wirklichkeit zurechtkommen. Da muss erst einmal stimmen und dann kann man versuchen, Kontakt nach oben zu kriegen. Nicht? Und da gehört dazu, da ist der Dialog, da ist die Kommunikation, da ist das Reden und das ist das Miteinander, ist all elementar, dass wir Kommunikation, dass der Dialog, dass die menschlichen Beziehungen stimmen. Wir haben ja noch den ganzen brutalen Zeug erlebt unter der Nazizeit und dass wir die Freiheit haben, dass ich auch einmal richtig drauf losdonnern kann und schimpfen kann, was ich schimpfen kann. Und diese Freiheit weiß, was das für ein Wert ist. Auf das können wir alle bauen und hoffen, das wird auch so bleiben, da ändert sich nichts. Da ändert sich nichts mehr. Ich meine, unsere Probleme, kennt ihr ja alle, sind die Natur und die Zerstörungen, die sonst so laufen. Ja, auf den Kopf möchte ich, das ist jetzt ein bisschen was. Der steht schon längere Zeit rum, da steht der Kopf und da geht so eine riesige Blase raus auf den Kopf. Und da steht dann drauf, wo früher der Kopf war, da ist heute nur noch eine schwarze Blase da. Wo früher der Kopf war. Nicht? Also, das ist eigentlich das Raffinierte an diesen Glasköpfen, dass ich da hineinfühlen kann, was ist er so ein Kopf? Was kommt aus dem Kopf raus? Was geht da rein? Hin und her, das ist eigentlich schon. Darum mache ich die Glasköpfe so seit 30 Jahren, geht es in diese Richtung. Da spürst du Identität, da kannst du die Figur hineinfühlen, hineindenken. Die Harvey-Littleton-Köpfe, die sind 76 entstanden. Ich habe gewusst, was ist die für ein Typ, was ist die für ein Mensch. Und darum war das ein Thema. Und das ist nach wie vor. Die Picasso ist oft genug da gewesen. Die Buddhas gibt es natürlich, meine Beziehungen zum Buddhismus. Über Maser hat sich das aufgebaut. Das ist da. Also, kurz noch, jetzt das heißt diese Bilder. Ihr seht es ja eh, wie sowas ausschaut, der Himmel fängt am Boden an. Da herum, wo der Bezug ist, wo die Wirklichkeit da ist. Ich meine, die Kunst unserer Tage, wenn du das oft so erlebst, was da oft so vorkommt, da ist ja so viel so Schwachsinn und Unsinn und Blödsinn mit drinnen in der Kunstszene. Wir haben sie in den 60er Jahre ja selber erlebt. Auf der Leinwand ein bisschen so rumeinander geratzt. Hingepisst, der Öl drauf, ein bisschen Feuer und den ganzen Plunder. Die harte Uta hat das gut gemacht. Das Bild, sie hat das Bild mit dem Loch in Passau vorgestellt, ein Loch im Bild. Das war für mich ein elementares Erlebnis. Da saust du durch, da saust alles durch, da hast keinen Widerstand mehr. Die Leinwand ist durchlöchert. Das war eine kritische Zeit. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Und von dieser Zeit weg, ne, wieder das aufbauende Prinzip. Es geht nicht mehr um draufkreschen und kaputt, sondern ein aufbauendes Prinzip. Und da hat mir einmal ein Therapeut gesagt, ja, Eich, Sie müssen Geduld üben. Ja, und da bin ich nach wie vor dabei, seit 30 Jahren übe ich. Und das funktioniert allerweile so nicht. Geduld üben. Naja, das kannst du auch nicht leisten in der Malerei. Du bist ja gefordert, immer wieder neu, soll ja immer wieder neu sein. Du kannst ja nicht ein Bild, das gestern war, das stimmt ja schon wieder nicht mehr, was heute ist. Das ist eine permanente Herausforderung. Aber diese Entdeckung und dieser Burg, der Nikolaus, der Burgkasten, also das kommt, geht auf diesen Satz zurück, Himmel fängt am Boden an. Und dann habe ich wohl
Hier, die Hände haben natürlich, seht ihr, was ich da mit den Händen rumfuchse, wie die mit den Händen reden, lernen ist klar. Dann habe ich einmal in so einen 1er und 0 hingeschrieben und dann ist dann jemand hingewiesen im Atelier und der hat dann gesagt, Herr Eisch, das ist die 1-0, das ist die Zahl, auf der heutzutage alles verläuft. Wie nennt man das? Computer und digital und das ganze Zeug, was da heutzutage so läuft. Und seit dieser Zeit heißt es digital, Mater Digitalis. Mater Digitalis. Ich meine, wenn ich schon sage, was heutzutage an Informationen, Leute sitzen da vor ihrem Computerkasten und dann drücken sie so umeinander auf die Knöpfe. Also das ist unglaublich, welche Informationen auf uns, auf mich nicht so sehr. Wir haben keinen Computer und das ganze Digitale interessiert mich auch nicht. Ich bleibe mal bei einer Welt, wo wir früher gewesen sind, wo der Vater seine Vorrat gehabt hat und die Waschmaschine, da hängt nicht keine Waschmaschine, sondern Spiegeleisen. Also diese Informationsflut braucht wieder elementar die Erfahrung von hier und jetzt, diese Alltäglichkeit. Mensch, du kannst nach Japan über die ganze Welt kannst du umeinander fliegen, hilft alles nichts, wenn nicht dieses Hier und Jetzt bewältigt wird. So, diese Text. Das ist das, was auf den Satz zurück, wo mir der Therapeut gesagt, Herr Eisch, Sie müssen Geduld üben. Ein zweiter Satz ist, der heißt, Herr Eisch, Sie müssen loslassen. Herr, ja, ununterbrochen, du musst da loslassen. Lass los von dem, vergiss das, was gewesen ist. Sagen ja die Buddhisten auch. Da war ich mal in einem Seminar unten da bei Freyung, war eine tolle Erfahrung, so eine buddhistische Religion so zu erleben. Nur gut sitzen, Gelassenheit üben, Achtsamkeit üben. Boom. Also das hätte ich halt glatt empfehlen, dass man das ein bisschen üben. Was? Ach ja, okay, das stimmt. Ja, na, da hinten ist ja dann eine Serie da, zu den Bildern, habe ich auch entdeckt. So, ich bin jetzt da mit 80 Jahren, was ich jetzt entdeckt habe, das ist um die Kirche, ich habe es ja schon gesagt, den Rauscher, den Franz Rauscher, der hat also die Kirche ausgemalt vor 230 Jahren, Maria Himmelfahrt. So glaube ich. Nur als Kind schaust du so auf, naja, denkst du nichts dabei. Aber jetzt überlege ich erst, hey, wie war das möglich vor 230 Jahren in dieses Frauenau hinein? Da waren ein paar Häuser da, nichts war da. Wie ist der überhaupt hierher in Frauenau gekommen? In Eicher draußen, dieser geborene Franz Rauscher. Und hat dann, war Maler. Mit 35 Jahren hat er schon entdecken durfte, die Kirchen ausgemalt. Mensch, was das für eine Kultur war. Und da stand um die Kirche schon da, eine Wallfahrtskirche zur Madonna. Und der malt die Decke aus. Das sind unheimliche Werte. Unheimliche Werte. Das muss man spüren. Das erlebe ich jetzt in den 80er, erlebe ich das viel intensiver. Das ist wie als Junge, wenn du das so anschaust, da fliegen Engel rumeinander, hinten steht der Jesus und wartet, da denkst du nichts dabei. Aber hineinfühlen in die Zeit, was war das für ein Erlebnis, was war da für eine Tiefe, was war da für eine Kraft, für eine Power dahinter, was über Religion gelaufen ist, dass das möglich war, dass man in so einer Dorf, in so ein Nest, in so ein Au, in so ein Au, in so eine Mulde, also eine Kirche gebaut und der macht diese Malerei. Also dazu habe ich einige Zeichnungen gemacht, um den Franz Rauscher wieder deutlich zu machen, aufzuwerten, damit man spürt, aha, das ist der Franz Rauscher gewesen, der uns gezeigt hat, wie der Himmel ausschaut. Aber dass der Himmel nicht nur da oben ist, das muss ich sagen. Der Himmel ist auch da unten, ist in deine Hände drin, ist in deinem Kopf drin, ist hier auch der Pfarrer. Ne? Ja, ohne das geht's. Also. Naja, da haben dann noch weitere Zeichnungen, ich hab's ja gesagt, ich hab's schon gesagt, immer wieder hineinfühlen in den Menschen, in das Denken, in das Hier und Jetzt,
nicht, eine Bewegung, dort wo es still ist, kommt wieder Aktion dazu, dort wo unten ist, braucht man die Gegensätze. Die Gegensätze haben elementar, ohne die geht überhaupt nichts. Gegensätze zwischen Himmel und Erde, Feuer, Wasser, überall ist dieser Gegensatz da. Auch die Unterschiede, die Gegensätze, die zwischen uns sind, dein Kopf, der Kopf, alles ganz anders, aber elementar ist Leben, Liebe, Hoffnung, diese elementaren Werte, die da sind und hoffentlich die nächsten 2000 Jahre noch so weiter. Aber bevor es jetzt zu lang wird, möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, möchte auf das hinweisen, eines der schönsten Geschenke, die ich erkriegt habe, so die ich jetzt bekommen habe, das sind diese Telefone. Und da ist die Barbara, wo ist sie, die Barbara, die Reisende Barbara, vor ein paar Tagen kam ich da runter in den Laden, in die Galerie, sagt, Erwin, ich habe etwas Neues, ich habe was entdeckt, ich habe in der Hütte drüben rumgefragt und dann haben sich 9 Leute, die drüben arbeiten, normal in der Produktion drin sind, die haben jetzt sich gedacht, überlegt, was kann man da machen für den Erwin. Und dann haben sie ein paar Telefone gefunden und da haben die individuell die Telefonate gemalt. Telefone gemalt. Weil es gibt ein Telefon von mir in den 70er Jahren, aber sie haben die Idee aufgegriffen und haben ihre eigene Identität, haben ihre eigene Kreativität. Und da haben so viele Ideen drin, da unten stehen sie in diesen Telefonen, sie haben sich jetzt schön ausgestellt, dazu haben sie auch den kleinen Katalog gemacht. Das ist erfreulich, Seppel, du, der steht jetzt dahinter, Seppel, der Heiter Seppel, muss ich deutlich genug sagen, der, wenn ich die Gravuren, die da unten sich da drüben stehen, die Gravuren, ich mache die Zeichnung und das Seppel graviert her. Ganz fantastisch, toll, empfindsam, graviert der Seppel diese, meine Zeichnung prägt er die ins Glas hinein. Ist sehr erfreulich, Seppel, wunderbar. Und Michaela steht auch gerade daneben, ich sorge dafür, dass meine Brände, wenn ich die Köpfe so bemale, dass die dann auch im Ofen stimmt, dass die Temperatur stimmt. Michaela ist auch, bin ich recht froh und danke dir, dass du das auch so organisierst. Und die haben also diese Telefone. Also diese 9 Leute, ich muss ja doch sagen, das ist also die Barbara Reisner. Ist da, die auch, die hat es angeregt, diesen Prozess des Mannes. Und dann die Michaela und der Seppel habe ich schon gesagt. Und der Christian habe ich auch umeinander stehen sehen. Der Christian, der Wenzel Christian. Und dann haben wir noch einen Wenzel Christian und der Eickhoff Max und der Reine, der ist auch unten gewesen. Der Simmet Reine. Und der Norbert, der Fuchs Norbert und der Pfaffel Herbert. Ich habe Probleme mit den Augen, das wisst ihr vielleicht schon, ist doch da für mich zu große Belastung, die Probleme mit den Augen, meine Sehen lässt mich immer schwächer. Also das ist etwas wie ein Hexenschuss, den ich seit ein paar Tagen habe. Mit sowas kann man leben. Mit dem Hexenschuss, den kann man leben, aber die Augen, das ist sowas. Eva habe ich noch vergessen, Eva, wo ist denn die? Da ist Eva, die haben. Also das Seppel, das war wirklich eine gute Idee, dass hier nun diese Telefone und dass da wieder ein bisschen Individualität reinkommt. In der Hüttenproduktion, wo nur Hütte und Produktion und Produktion und schnell muss gehen und hier und her, dass da die eine Kreativität wieder wachsen darf, Mensch. Das ist so wichtig. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, da haben so viele Möglichkeiten, Fähigkeiten drin, dass die rauskommen und dass die ans Licht kommen, dass die sichtbar werden und lebendig werden. Und das wird so dahin gehen. Also, was haben wir denn noch? Haben wir noch was? Jemand? Klatschen oder was? So bei den Bittenfrauen schauen, was da bei uns in der Lehrung gleich ist. Was? Ein was? Ja, die auch was schauen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man mir
Frauen oder Berndler, wie man sagt, auch nicht so. Nein, es ist nicht ungewöhnlich. Die in der Öffentlichkeit. Die Mutter da drüben, die hat bei uns Samen gehabt, gell, dass das ja gut Samen gehabt. Ja, das stimmt. Ich habe zwar nicht die Samen, aber mir. Aber ganz kurz, also ich bin eine dieser drei Schwestern von Erwin. Lieber Erwin, wir haben schon lange gewusst, dass wir heute sehr viel erfahren werden über diesen Franz Anton Rauscher. Und da hat uns unser Bruder Alfons einen Tipp gegeben, und zwar San Salvator. Ich hoffe, du weißt da nichts davon. Und zwar hat der 20-jährige Rauscher in Salvator, in der Klosterkirche St. Salvator, das liegt zwischen Ortenburg und Griesbach, hat der schon die Kirche ausgemalt. Ja, der Alfons hat das. Alfons ist Familienforscher in der Familie. Der war besser. Also, du weißt es also offensichtlich nicht. Nein. Aber die Forschung hat erwiesen, dass Egid Quirin Asam Rauscher als Gehilfen beschäftigt hat. Ja, also ich habe das nachgelesen, der Alfons hat das. Und der junge Rauscher besaß so gute Reputation und so viel Selbstvertrauen, dass er dann den bedeutenden Auftrag gekriegt hat, später auch die Frauenauer Kirche ausmalen zu dürfen. Aber erst bei den Deckenbildern von Unterfrauenau hat man damals gesagt, stieg dieser Rauscher zum Zenit seines Könnens empor. Aber warum erzähle ich das eigentlich alles? Wir drei Schwestern haben uns nämlich was ausgedacht. Was könnten wir an Erwin und vor allem auch unserer lieben Schwägerin Gretel zu ihren runden Geburtstagen schenken? Gretel war 70 vor. Gretel war 70, der Erwin jetzt 80. Also mir ist nichts eingefallen, der Hamburger Schwester auch nichts, aber wir haben ja noch eine dritte Schwester, die Gerda, die sagt, du, wir drei waren doch schon öfter mal ein paar Füße. War das nicht einmal was für den Erwin und für die Gretel? Weil jeder, der die beiden kennt, sagt, Wellness, Erwin. Aber leichtsinnigerweise hast du zugesagt. Und darüber freuen wir uns sehr. Und dann haben wir uns. Naja, also lass mich nur ausreden. Gell? Da muss ich erst auf mein Zimmer schauen. Also, wir haben, ich muss schon ehrlich sagen, wir haben die beiden eigentlich fast genötigt, da mitzumachen. Aber damit euch dieses Seele baumeln lassen, nicht gar zu langweilig wird, wollen wir mit euch nach San Salvator fahren und den jungen Rauscher in der Kirche entdecken. Passt? Ihr spürt schon, das war jetzt noch keine volle Überlegung. Sicherlich, ich bin kein Typ, der da ein bisschen Wasser so umeinander funkt. Aber nachdem das über die Schwestern gekommen ist, ich habe es keine Chance gehabt, da dabei. Die Gretel, die Gretel hat auch nicht so viel Zeit, die hat eine Skulptur da drum zu machen. Da muss ich dabei sein. Eins muss ich noch sagen, also die Mama und Mutter, der Vater, wir sind alle Oma gewesen im Betrieb. Also hin und her und Kliffer und das ist weitergegangen und dann ist eine daheim gewesen. Und das ist die Gerda. Die hat dann für die große Familie, 6 Kinder und die Eltern, sie hat dann den Haushalt übernommen. Mit 14, 15 Jahren hat sie schon den Haushalt gemacht und hat alles gemacht, was sonst so die Frauen hier mitgeben. Mit 10. Ich habe meine zwei Schwestern mit aufgezogen. Ja, das auch noch. Ja.
Die haben auch noch dahergekommen, die haben noch ein bisschen jünger. Ich habe mal über drei, die sind an mir gekommen. Ich war Dresser, die Jüngere, ich habe gesagt, so, macht doch nichts, wenn die Mama fort ist. Wir haben auch eine Reserve-Mama. Ja, meine lieben Freunde, das ist ein, man spürt schon Familie, die Stärke, die Kraft, wo das herkommt. Ich habe es ja vorhin gesagt, das war die Energie, die das vorangetrieben hat. Und das, da war heute die Poschinger Benigna hier, die Poschinger Familie, die war hier herin, habe ich auch brauchbare Kontakte zu den Kindern. Da hinten gab es noch nicht so sehr, nicht, aber nein, mal die Spannungen da gewesen. Mit diesem Wasserkrieg, wie das damals war, da. Ich brauche jetzt eigentlich das Wissen, aber nicht. Aber es geht darum nicht, ich habe gesagt, Benigna, nein, das, du bist da und dein Mann, der hat auch seine Probleme. Es geht um diese Menschlichkeit, um die Würde des Lebens, um dieses Miteinander. Und da haben sie keine Kämpfe und so auseinandersetzen. Kehrt dazu, Kirche geht nicht. Das bringt gar nichts. Auseinandersetzung, raus mit dem, was da so drin, was da im Stau steckt, was da im Stau steckt, raus mit dem. Und dann reden wir weiter und dann schauen wir weiter und dann tun wir einmal, dass das da ein Ruf einkommt, dass ich aufhöre. Und ich danke euch für das Kommen. Schaut umeinander, stellt Fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ich bin da, Gretel ist da, da Jürgen Zahrenmann, der Erik Albers. Und noch einmal vielen Dank, was du willst, da musst du.